Hallo Leute, mein Name ist Sozial Endsorg und ja, bevor wir mit der Episode beginnen, eine kleine Aufklärung, warum heute kein weiteres Video gab. Ja, mein Mikrofon hat sich einfach dazu entschieden, sich mal wieder auszustöpseln und hat den Ton damit mir abgewürgt. Und da ist halt ein Spiel, was nicht nur mit Ton funktioniert, habe ich es diesmal nicht hochgeladen. Aber jetzt habe ich extra gecheckt, ob es läuft und es läuft. Und wir reagieren natürlich auf die heutige Meshaman-Reaktion. Kleiner Fail, aber bei der Hitze kann was passieren. Ja, es heißt... Ja, da steht eine Trinkenflasche vor. Dead on a Wheel. So, jetzt habe ich es gelesen. Also, ja, legen wir los mit der heutigen Folge. Ich bin gespannt. Let's go! Oha, da ist eine Luftschlacht. Die kapern auf jeden Fall ein Schiff. Okay, er hat eine Heilerrolle. Ich glaube, sie wollte sagen useless oder sowas. Au! So einen Haufen Metall drauf zu bekommen, tut echt weh. Sind wir jetzt in Smackdown oder was ist los? Big Show und Brock Lesnar im Kampf oder was? Ja, Tari ist geschwächt. Wow, die sind schneller als sie zielen kann. Mit der Sniper. In diesem Battle konnte sie nichts tun. Einmal kurz das Schiff gelootet. Oh, wow. Ja, aber sie hat keinen Controller. Sie hat Motion Control. Oh, sie sind in der Main Lobby. Die sieht ein bisschen aus wie Belle. Und Bell ist unten. Nochmal? Achso, der ist grün. Stimmt, das ist Faulheit von Entwicklern. Theo, du kannst nicht feuern in der Main Lobby. Hat er nicht gerade einen runtergeschmissen? creepy. Ja, gehen wir. Oh, das war ich in Jump Force gerade eben. Die Szene. Immer, als ich einen Online-Modus da ausprobiert hat, sah es genauso geendet. Looking to my GM.
Er spielt das Spiel wohl schon länger. Oh, Fortnite-Emotes gibt's ja auch noch. Blue. Oh, Senja! Warte! Die kann schießen in der Lobby? Hier ist doch Friendly! Ja, das sah ein bisschen komisch aus. Herr Sauer, schon klar. Ach, da ist sie schon wieder. Eben. Nee. She's a dirty hacker, wie Sans sagen würde. Die Scheibe konnten sie aber schießen. Again, ja. Hä? Oh, la Senja. Na toll. Zwei Dirty Hatters. Das war ein männlicher Spieler. Aber ey, ich... Wo war er? Ah, Admins kommen. Das sind die Admins. Sie hat eine Mesh-Show an der Heck. Da können sogar die Admins nichts tun. Warte, wenn sie einen killt, killt sie ihn für immer oder wie? Mit dieser Axt. Senja ist im Moment nichts anderes als ein CPU, der Befehle ausführt. Tari kommt zu ihr durch, weil sie ja verbunden sind. Oh. Sie hat die Mesh-Runner-Action zurück, oder was ist los? Oh, sie hat ihre Mesh-Runner-Fähigkeiten zurück.
Die ist immer noch in den Nachteil. Oh nein, das Boot ist nicht mehr da. Herr Koss. Fühlen sich immer so cool, nur weil sie ecken. Allerdings versauen allen den Spielspaß. Überhaupt nicht schön. Hacking is a terrible thing. Ja, ist schon wieder gespawnt. Ja, sie hat ein bisschen zurückbekommen. Okay, was planen Sie jetzt? Yes, Sie nehmen den Roboter raus. Und die Kanone geht auf Sie. Sprungpakt? Klauen Sie etwa jetzt Ihr Schiff oder was ist los? Oh oh. Was für eine Schlacht. Okay. Okay, sie hat wieder ein bisschen zurück, wie schon eben gesagt. Und dabei funktioniert das besser. Aber es könnte sein, dass nur einer von den beiden überlebt am Ende. So, es geht mir zu lang. Nimm das Table. Und Capture. So hat er es ja erklärt. Wow, das ist das erste Mal, dass wir Theo außerhalb des Panzers sehen. Ja, Blue. Oh oh, was war das? Ist da Lucina echt drin? Oh weia. Die Armen. Ai. Das war mal wieder eine echt spannende, gute Episode. Wir sahen auch mal Theo außerhalb des Panzers, aber... Ai. Das könnte jetzt echt interessant werden. Und interessant wird auch... Bildet... jetzt der Villain sozusagen, der ja in gewisser Weise betrogen wird, jetzt richtig eine Allianz mit Tari? Weil Lieblingsspieler und so, oder wird sich das wieder brechen? Es sind noch nicht genügend Informationen da. Und die Frage ist auch, wer von den beiden überlebt?
Es könnte nämlich sein, dass einer leider gehen muss. Sie sind ja in gewisser Weise miteinander verbunden. Es ist spannend. Aber wir werden erst nächste Woche erfahren, wie es weitergeht. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst da und bye.